Hi zusammen, heute habe ich mal ein Dupe-Video für euch. Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. In über 700 Videos und über 3 Jahren habe ich noch nie ein Dupe-Video gemacht. Und ich bin jetzt auch nur spontan auf die Idee gekommen, weil ich derzeit meinen Umzug vorbereite. Und wo der Zusammenhang da hängt, ist ganz einfach. Ich habe meine Nagellacke aussortiert und ich habe wirklich jeden einzelnen Lack aufgetragen. Und um zu schauen, gefällt mir die Farbe, habe ich die vielleicht schon so ähnlich. Und dabei sind mir einige Dupes aufgefallen. Und glücklicherweise ist es immer so ein High-End und Drogerie, also perfekter Vergleich im Prinzip. Und ich muss aber dazu sagen, dass ich auf einem Nagelrad dieses Video für euch gedreht habe, auf weißem Untergrund. Das heißt, es ist jetzt wirklich der absolute Härtevergleich, denn im Normalfall auf dem Nagel mischt sich ja noch die Hautfarbe mit dazu und dann sieht man kaum noch einen Unterschied. Auf dem Nagelrad allerdings ein bisschen teilweise. Und einen Dupe habe ich sogar gerade extra noch gekauft heute, weil ich den unbedingt in dem Zusammenhang noch ausprobieren wollte. Ich hatte schon die High-End-Variante, beziehungsweise die teurere Variante. Und ich wollte aber schauen, ob das wirklich ein Dupe ist und das für euch testen. Und ich bin der Meinung, dass jede Variante, die ich euch jetzt zeige, also jedes Pärchen, einer vollkommen ausreicht. Man braucht nicht beide. Sei denn, man ist total ein Nagellack-Junkie, dann vielleicht schon, sonst aber nicht. Und die wollte ich euch jetzt alle in diesem Video zeigen und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei. Wir beginnen als erstes mit dem wohl schlechtesten Pärchen. Und zwar ist es auch das, was ich heute gekauft habe. Es handelt sich bei der ersten Variante, ich denke, das ist auch schon bekannt, der Dupe. Aber ich wollte es trotzdem zeigen, weil es ja doch nicht jeder weiß. Und zwar der Mint Candy Apple von Essie. Das ist ja ein super gehypter Nagellack und ich wollte testen, wie dann der Dupe aussieht dazu von Essence. Das ist aus dem alten, also aus dem Sortiment, das es schon seit Monaten gibt. Und es gibt es immer noch und das ist die Farbe 146 That's What I Mint. Und das Ergebnis davon seht ihr jetzt. Als erstes trage ich hier den Essie-Nagellack auf und im Vergleich dazu, der Essence-Nagellack lässt sich super gut ebenfalls auftragen. Sie haben beide ganz tolle Pinsel, gerade muss ich auch sagen, dass ich mit dem Essence-Pinsel sogar besser klarkomme und man kann mit wenigen Pinselstrichen den Nagel komplett bedecken und die Farbe ist dann auch deckend und streifenfrei, so gut wie. Und mit der zweiten Schicht sieht es 1A aus und ich finde, der Dupe ist im Prinzip gelungen. Essie hat nur so ein bisschen eine klarere Farbe, heller. Dafür ist Essence dementsprechend viel günstiger. Sie hatten so, die Farbe hat so einen leichten Graustich, aber ich finde, das kann man zu dem Preisunterschied auf jeden Fall akzeptieren. Als nächstes haben wir ein Pärchen, was, finde ich, auf dem Nagel gar nicht zu unterscheiden ist. Und zwar nochmal Essence vs. Essie. Und hier habe ich zum einen die Farbe Lovey Dovey. Das ist auch ein super gehypter Lack und ich finde ihn wunderschön. Allerdings ist dieser hier genauso gut. Und das ist jetzt von Essence wieder die 106 Free Hugs, also kostenlose Umarmung. Und wie das Ergebnis von den beiden aussieht, seht ihr jetzt. Diese beiden Farben lassen sich auf dem Nagel wirklich kaum noch unterscheiden und auch vom Auftrag, von der Deckkraft und vom Pinsel her sind sie sich sehr ähnlich. Wenn man also nicht gerade Essie-Nagellacke sammelt, kann man in diesem Fall auf jeden Fall zur günstigen Variante greifen. Bei dem nächsten Pärchen bin ich richtig froh, dass es einen Dupe gibt, weil ich die Farbe super schön finde und ich habe sie nur als kleine Mini-Größe, denn es war eine Limited Edition von Essie zur Weihnachtszeit. Die Farbe nennt sich 244 Snap Hap und da habe ich auch wieder ein Dupe dazu von Essence und diese Farbe nennt sich 115 Red Volution. Gleiche Marken, gleiche Pinsel, gleiche Antworten, also ich finde auch hier ist auf jeden Fall die günstige Variante vollkommen ausreichend. Sie sind sich von der Farbe so dermaßen ähnlich und natürlich auch wieder die anderen Eigenschaften sind sowas von identisch, dass auch hier auf jeden Fall die günstige Variante ausreicht. Die nächsten beiden Lacke sehen sich im Fläschchen eigentlich noch überhaupt nicht ähnlich, aber als ich die beiden aufgetragen hatte auf den Nägeln, da waren die sich sowas von ähnlich, dass ich sie auf jeden Fall noch in diese Reihe mit aufnehmen wollte. Es handelt sich zum einen um die Farbe 0180 Open My Heart von Annie und zum anderen von Manhattan, diese Lotus-Effekt-Lacke, die es ja immer wieder gibt und diese Farbe kommt auch jedes Mal wieder. Es ist immer die 45 und dann kommt irgendein Buchstabe hinten dran, aber das ist so gering der Unterschied, dass man da gar nicht drüber sprechen muss. Also es ist in diesem Fall die Farbe 45P. Also falls ihr das verpasst habt, den gibt es immer mal wieder. Und ich weiß gar nicht, ob sie es sogar im Standardsortiment haben, diese Farbe. Und Annie gibt es ja in jedem Fall. Also falls ihr nur eine von den beiden Farben habt und die euch gut gefällt, dann habt ihr in jedem Fall einen Dupe. Denn Manhattan ist ja auch nicht so günstig. Ich glaube, die kostet ja um die 4 Euro, die Nagellacke.
Falls ich mich irre, korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Und ja, wie die Lacke dann aufgetragen aussehen auf dem Nagelrad, seht ihr jetzt. Das nächste Pärchen ist sich nicht 100% ähnlich in der Farbnuance, aber dafür ziemlich ähnlich im Finish, denn die haben beide einen wunderschönen Glanz. Es handelt sich hierbei bei der teuren Variante um die 107 Jogging Date von Annie und es hat einfach im Licht betrachtet so einen ganz, ganz schönen Seidenschimmer und sehr ähnlich dazu habe ich hier von P2 die Farbe 270 Scandal und ich bin mir nicht sicher, ob es diesen noch genau in dieser Ausführung gibt, aber ich gehe davon aus, dass P2 ansonsten einen ganz tollen Nachfolger davon hat. Oder auch bei Catrice gibt es solche metallischen Lacke, da könnt ihr mal schauen. Und falls ihr den damals hattet und den gibt es nicht mehr, vielleicht rede ich auch Quatsch und den gibt es doch. Ich bin mir nicht sicher, schreibt es mir in die Kommentare. Jedenfalls, falls ihr den hattet und ihr fandet den toll, der ist sehr ähnlich, natürlich um einiges teurer. Aber ja, trotzdem eine Art Dupe in diesem Fall. Und wie das Ganze aussieht, seht ihr jetzt. Bei diesen beiden Farben im direkten Vergleich muss ich sagen, dass mir der P2-Lack doch noch besser gefällt, weil er einfach einen schöneren Schimmer hat und diese bärige Nuance gefällt mir persönlich einfach besser. Ist natürlich Geschmackssache. Von den Pinseln her finde ich beide Lacke nicht so gut, aber den Annie-Lack doch noch deutlich besser. Bei unseren beiden Finalisten hier handelt es sich um einen Matschton. Das sieht so aus. Und diesen Catrice-Lack, diese Variante, die nennt sich 220 Lost in Matt. Und als ich die eine Zeit lang getragen habe, da habe ich so viele Komplimente für die Farbe bekommen. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Falls es sie noch gibt, schaut sie euch auf jeden Fall an. Falls es sie nicht mehr gibt, habe ich hier einen Dupe für euch von Annie wieder. Und das ist die Farbe 312 Icy Chocolate. Und ich finde die Farbe sehr schön. Und jetzt seht ihr zum Schluss noch diese beiden im Vergleich. Beim Auftrag dieser beiden Lacke sieht man, dass Catrice auf jeden Fall mehr Schichten braucht, um den gleichmäßigen, identischen Effekt zu erzeugen wie der Lack von Annie. Annie habe ich in diesem Fall 2 Schichten aufgetragen, bei Catrice waren es 3. Somit wird Catrice auch etwas dunkler, aber die Nuance kommt sich doch noch sehr, sehr ähnlich, spätestens auf dem Nagel. So, das war mein Vergleich, meine Dupes. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hat euch was gebracht. Wie gesagt, ich freue mich sehr über eure Tipps in den Kommentaren und über euer Feedback natürlich auch. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!